Die Anhörung von Jerome Powell vor dem US-Senat war sicherlich das Highlight heute für die Märkte. Und das, was Jerome Powell gesagt hat, hat im Grunde das bestätigt, was in der letzten Woche im FOMC-Protokoll kam. Nämlich, wir werden die Zinsen anheben und wir werden dann später die Bilanzsumme reduzieren. Anders als letzte Woche sind die Märkte heute deutlich entspannter gewesen auf diese Nachricht. Das ist der Gewöhnungseffekt. Man hat das jetzt eigentlich schon ein Stück weit eingepreist. Dementsprechend heute die Reaktion zunächst mal im Vorfeld von Powell so ein bisschen abwartend bis negativ und dann sind wir erstmal nach oben gegangen. Die Frage ist, wie weit geht dieser Bounce? Denn die Perspektiven in Sachen Inflation sind, und das hat Powell direkt heute eigentlich klar eingestanden, nicht so wirklich gut, sodass die Fed gar nicht anders kann und die EZB wird dann folgen, auch wenn sie das noch nicht zugeben kann, als eben die Geldpolitik zu straffen mit dann den Folgen für die Aktienmärkte. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was Powell heute gesagt hat. Er hat ja jetzt zu tun mit verstimmten Kindern, die keine Süßigkeiten mehr bekommen sollen. Da wird die Laune dann teilweise schlechter. Jedenfalls sah sich Powell mit den Anwürfen verschiedener US-Senatoren konfrontiert, unter anderem Mr. Toomey von den Republikanern, der gleich in seinem Eingangsstatement gesagt hat, also diese ganze Geschichte mit Klimapolitik, mit Diversity, also diese Dinge, die sich jetzt auch die Notenbanken auf die Fahnen geschrieben haben, die seien total sachfremd, das sei nicht das Mandat der US-Notenbank Fed. Damit hat er einen Punkt, wie ich finde. Das ist ja das Mantra, dass Klimawandel extrem wichtig sei für Notenbanken. So richtig verstanden habe ich das nach wie vor nicht. Denn wer kann Klimafolgen genau abschätzen? Jedenfalls ist das nicht die Aufgabe einer Notenbank, nach meiner Auffassung. Das wurde hier ganz klar thematisiert. Ein paar Dinge waren schon interessant bei den Aussagen von Jerome Powell. Zunächst mal hat die Fed ja zwei Hauptmandate, nämlich Preisstabilität ist derzeit nicht so wirklich gegeben und auf der anderen Seite eben Maximum Employment, also Vollbeschäftigung ist eher gegeben. Und Powell hat gesagt, ja, wir müssen uns jetzt eben um diesen einen Bereich, nämlich um die Inflation kümmern, um die Preisstabilität kümmern, die so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und er hat interessanterweise sogar gesagt, dass diese Inflation Maximum Employment gefährde, also praktisch das Funktionieren der Wirtschaft gefährden würde. Das, so sagte Mohammed El-Erian, ist ein bedeutender Wandel eigentlich im Vergleich zu dem, was Jerome Powell und andere vorher gesagt haben, nämlich, naja, lasst uns doch mal die Wirtschaft nach dieser ganzen Corona-Geschichte ein bisschen heiß laufen, ist nicht so schlimm. Vorher lief sie ja nicht so richtig rund, also läuft sie dann ein bisschen heißer, das werden wir dann schon alles in den Griff kriegen. Jetzt also zeigt sich, dass man das nicht in den Griff kriegen kann und dementsprechend die Bekämpfung der Inflation jetzt im Vordergrund steht. Und interessant auch, was Powell gesagt hat, warum er jetzt plötzlich die Inflation als nicht mehr transitory klassifiziere. Faktisch war es ja so, dass Powell erst dann umgeschwenkt ist mit transitory, also mit einer angeblich vorübergehenden Inflation, als er neu nominiert wurde von Joe Biden, der ihm als Hauptauftrag wohl mit auf den Weg gegeben hat, bekämpfe mir die Inflation, denn die bringt Kaufkraftverluste für die Amerikaner, damit kann ich keine Wahlen gewinnen. Also hat Powell dann plötzlich alles umgedreht und gesagt, oh, Inflation zu hoch, das müssen wir bekämpfen. Heute hat er das begründet, interessanterweise, mit den nach wie vor unverändert bestehenden Lieferengpässen und er hat sich da vor allem auf die US-Häfen an der Westküste bezogen, wo eben die Abfertigungszeiten für Schiffe nach wie vor nicht wirklich runterkommen. Und das ist interessant, also er hatte nicht das eigentliche Motiv gesagt, ich habe den Auftrag, die Inflation zu bekämpfen, sondern er hat gesagt, ja, wir haben uns geirrt oder das hat er auch nicht so gesagt, sondern alle Prognosen deuteten damals darauf hin, dass eben diese Lieferengpässe bald abnehmen würden. Es kam dann anders, dementsprechend mussten wir anders reagieren. Naja, auch Halbwahrheiten sind interessant. Jedenfalls hat er sich da auf die Situation an den Häfen an der US-Westküste bezogen. Und heute kam etwa Maersk mit die weltgrößte Reederei raus mit einer Meldung, nämlich, dass wir nach wie vor unverändert große Probleme in den Lieferketten haben. Unfortunately, 2022 hat nicht so begonnen, wie wir es gehofft haben. Die Pandemie sei nach wie vor stark und dementsprechend sehen wir nach wie vor eben
Probleme, die Cargos zu liefern, die Transporte wirklich zu organisieren. Und hier hat man dann auch gleichzeitig mal mitgegeben, wie die Waiting Times sind, also wie lange Schiffe warten müssen an den Häfen Long Beach, auch in Richtung Los Angeles, 38 bis 45 Tage, Los Angeles, Oakland, Seattle, Vancouver und so weiter. Also keinerlei Entspannung von Lieferketten, was die USA jetzt betrifft. Und das konterkariert so ein bisschen die Aussage von JP Morgan, die ja derzeit irgendwie so dauerbullisch sind und versuchen, die Hemmnisse, die weiter steigenden Aktienmärkten im Wege stehen, so ein bisschen runterzureden. Buy the dip, Kolanovic. Sie haben vielleicht davon gehört, auch aus meinen Videos jedenfalls, sieht man hier, dass eben diese Preissteigerungen jetzt abnehmen würden, weil eben die Lieferengpässe sich entspannen würden. No, sir, that is not the case. Das sagt jetzt inzwischen auch die Fed und das sagt eben eine Reederei wie Maersk. Das gibt dann schon ein bisschen zu denken, wenn die Welt so schön gemalt wird wie hier durch JP Morgan. Und die Fed meint es ernst, das hatte vor der Anhörung von Paul schon Bostich gesagt, San Francisco Fed, also der gesagt hat, also ja, sieht so aus, als würden wir dann wirklich im März die Zinsen anheben und dass die Inflation eben doch ein bisschen länger dauern würde. Paul hat heute gesagt, ja, bis mindestens Mitte 2022, zuerst hat er gesagt 2023, hat sich dann aber korrigiert, nee, ich meinte 2022, also die Fed hat jetzt komplett umgesteuert und das preisen die Märkte mehr und mehr ein. Wir sehen hier etwa die Fed Fund Futures anhand des CME FedWatch Tools. Da sehen wir, dass jetzt die Wahrscheinlichkeiten, dass sowohl im März als auch im Mai die Zinsen angehoben wird, in Richtung 80-90% tendieren. Die Märkte gehen also ganz klar davon aus, dass die Fed jetzt nichts anderes kann, zumindest die Zins- und die Anleihenmärkte, als eben die Zinsen anzuheben. Und hier ein Kommentar sagt, die Fed macht jetzt gleich den nächsten Fehler. Erster Fehler war zu sagen, Inflation ist vorübergehend. Dann ist man lange, lange nicht auf die Bremse getreten, zu lange nicht auf die Bremse getreten. Jetzt macht man eine Vollbremsung und damit wird man wahrscheinlich sogar eine Rezession auslösen, vielleicht sogar Turbulenzen an den Aktienmärkten auslösen, wenn man die ganze Sache wirklich durchzieht. Das fürchten auch die Anleihenmärkte. Wir sehen hier mal, dass am Anleihenmarkt etwa die Zinskurve sich weiter verflacht, das heißt die Renditeabstände zwischen einer 10-jährigen Anleihe in den USA und einer 30-jährigen Anleihe, die wird immer geringer. Warum ist das so? Die Märkte erwarten schlichtweg, dass die Fed mit ihrer Bremsung, mit ihrer Straffung der Geldpolitik schlichtweg dann eben diese Rezession auslöst, weswegen die länger laufenden Anleiherenditen da teilweise eben weiter fallen bzw. den Abstand zu den kürzer laufenden verringern. Das ist jetzt die geringste Differenz, die flacheste Zinskurve seit dem Jahr 2019. Auch das ist eine klare Ansage. Und die Fed selber hat in ihren Prognosen jetzt immer noch die Theorie, die Inflation wird schon irgendwann wieder auf 2% sinken, relativ bald auf 2% sinken. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Dennoch sehen wir, wie magisch man eben da an sein Ziel kommen will. Die Notenbanken wollen ja immer so eine Inflation von um und bei 2% haben. Also hier soll durch ein Wunder jetzt praktisch der Chart abfallen in Richtung 2%. Nein, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Einer der Gründe, warum das nicht passieren wird, ist die Lohnpreisspirale, die in den USA jetzt beginnt, richtig ins Laufen zu kommen. JP Morgan, vorhin noch praktisch Lieferengpässe negiert und gesagt, ja, entspannt sich alles, was faktisch nicht der Fall ist. Jetzt mit einer durchaus intelligenten Analyse, indem man sagt, ja, wir haben unter anderem durch weniger Immigration natürlich einen gewissen Lohndruck. Wir sehen, dass etwa die US-Bevölkerung im Jahr 2021 nur um 0,1% gewachsen ist, geringstes Wachstum seit 1937. Und das liegt vor allem daran, dass eben aufgrund von Corona und zuvor von Trump mit seiner Immigrationspolitik eben weniger Immigranten ins Land kamen. Dementsprechend eben auch jetzt am Arbeitsmarkt weniger Konkurrenz ist. Die bestehenden Arbeitskräfte können höhere Löhne verlangen und das bedeutet eben dann diese Lohnpreisspirale. Wir sehen hier
dass praktisch 2,1 Millionen Arbeitskräfte weniger vorhanden sind, als der normale Trend eigentlich signalisiert hätte, wenn alles so weitergegangen wäre, wie JP Morgan hier richtigerweise zeigt. Und diesen Zusammenhang hatte schon ein kanadischer Ökonom letzte Woche mal thematisiert. Nicht ganz PC, nicht ganz political correct, denn darüber spricht man nicht gerne, aber der sagt, ja, in Kanada hatten wir jetzt 2021 410.000 Immigranten, in den USA waren es im selben Jahr nur 500.000. Jetzt sind die USA etwa 10-mal bevölkerungsreicher als Kanada. Das heißt, die USA haben um und bei nur ein Zehntel auf die Bevölkerung hochgerechnet der Einwanderung. Dementsprechend sehen wir, dass die Löhne in Kanada zum Beispiel deutlich weniger gestiegen sind. Das ist hier diese rote oder orange Linie, während die blaue Linie eben die US-Löhne sind. Also Immigration spielt hier eine durchaus große Rolle. Denn, wie gesagt, das Reservoir von billigen Arbeitskräften wird dadurch geringer, wenn diese Inflation geringer ist. Und das merken vor allem die kleineren Firmen. Hier gab es heute die Umfrage oder wurde heute veröffentlicht, NFIB, die Umfrage unter kleinen Firmen in den USA, die zeigt, das allergrößte Problem, das die Firmen haben, ist die Qualität der Arbeit. Man findet also nicht genug qualifizierte Arbeitskräfte. Das zweite Problem ist dann gleich die Inflation, aber eben hinter der Qualität der Arbeit, also hinter dem Finden qualifizierter Arbeitskräfte. Immerhin 22% dieser Small Businesses sagen, ja, wir haben richtige Probleme mit der Inflation, also mit dem Kostendruck, den wir da haben. Vor einem Jahr waren es 1%. Diese 22% sind jetzt der höchste Wert seit dem Jahr 1986. Und jetzt sagt auch Jamie Dimon, auch wieder von JP Morgan, wir haben hier eine wirklich völlig veränderte Situation. Wir haben huge pressure am US Labor Market. The price of labor is going up. We are going to have to deal with it. Also das ist ein Umsteuern, Arbeitskräfte sind gesucht und man kann zum Beispiel in Deutschland zeigen, dass seit dem Jahr 2019 die praktisch Vakanzen, also die nicht besetzten Stellen bei ungelernten oder wenig qualifizierten Arbeitskräften doppelt so schnell gestiegen sind wie bei qualifizierten oder bei eher höher qualifizierten Arbeitskräften. Das heißt, wir haben ein großes Potenzial, ein großes Bedürfnis nach unqualifizierter Arbeit. Das kommt auch durch Corona und die ganze Geschichte in die Online-Bestellung hinein. Das sind eben Jobs, wo dann irgendwelche Fahrer Sachen ausliefern, irgendwelche Sachen bringen. Dazu muss ich nur Auto fahren können, sonst keine Qualifikation haben. Also wir sehen, das ist eine Geschichte, eine wirkliche Veränderung, die jetzt durch Corona besonders durchschlägt, auch und gerade bei den unqualifizierten Jobs erstaunlicherweise. Jerome Powell hat heute in seiner Anhörung gesagt, workers have more leverage right now and that may persist. Also die Arbeitskräfte, die haben praktisch einen anderen Hebel jetzt. Die haben eine andere Verhandlungsposition jetzt gegenüber den Arbeitgebern. Also Löhne sind ein Faktor, der uns lange begleiten wird. Das führt dazu, dass wir mindestens in den USA, verzögert dann auch hier in Deutschland, eine Lohnpreisspirale bekommen. Dazu obendrauf dann eben noch steigende Mieten. Wir sehen hier die Rents, die in 2022 6-7% nochmal steigen werden. Höchstes Niveau in 3 Jahrzehnten. Hier sehen etwa Zillow, das ist ein Unternehmen, ein Immobilienunternehmen, das solche Daten unter anderem erfasst. Hier gehen die Mieten massiv nach oben, während die Anzahl von unbelegten Wohnungen, also von leeren Wohnungen, steil nach unten geht. Also wir haben einen massiven Druck von vielen Seiten. Einerseits die Löhne, andererseits die Mieten. Die Mieten machen etwa ein Drittel der gesamten Inflation aus. Und hier hat die Fed gerade erst begonnen, so ein bisschen diese Mietpreissteigerungen überhaupt erst einzuberechnen. Und das bedeutet im Klartext, dass diese Inflation dauerhafter sein wird und die Fed eben damit lange zu tun haben wird, lange auf dem Bremspedal bleiben wird, mit Folgen eben dann für die Märkte insgesamt. In Fantasyland, so nennt es Holger Cepic, lebt dagegen noch unsere liebe EZB in Gestalt von Chefvolkswirt Philip Laney. Der sagt, ja, also die Inflation wird 2023 dann wieder auf 2% fallen und deswegen seien
Zinsanhebungen in 2022 sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die Differenz, warum das so ist, warum man eine andere Politik mache seitens der EZB in Relation etwa zur Bank of England, die ja schon die Zinsen angehoben hat, oder zur Fed, die Zinsen anheben will, sei, dass eben hier praktisch man auf einem anderen Inflationspfad sei. Naja, also wir haben hier in Deutschland 5% bis 6% Inflation, ähnlich in der Eurozone. Die Amerikaner haben 6,8%. Morgen kommen ja die Verbraucherpreise aus den USA, wahrscheinlich so die Prognose bei 7,0%. Aber die EZB, die ist noch in einem anderen Territorium. Und heute hat sich hier interessanterweise Frau Lagarde geäußert. Ja, wir verstehen, dass steigende Preise natürlich viele Leute besorgen. Und wir nehmen das sehr ernst, ja unbedingt. Und dann hat sie gesagt, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass unser Bekenntnis zur Preisstabilität auf jeden Fall hoch ist. Ganz genau, wahrscheinlich ist das einzige Bekenntnis von Lagarde und den Iren, dass zur Staatsfinanzierung der Südländer, dürfte man wohl vermuten, weniger zur Preisstabilität, sonst müsste man ja schon längst agieren gegen all diese Geschichten. Also der nächste Witz aus der EZB, die wirklich offenkundig unter dieser Fiskaldominanz steht, halte uns die Zinsen niedrig, damit wir die Schulden besser finanzieren können. Das scheint hier in Europa das Motto zu sein. Und dazu kommt jetzt noch die Energiepolitik. Heute hat sich ja Habeck geäußert und so ein paar Wunschvorstellungen geäußert. Ja, wir haben die Ziele nicht erreicht, aber bald werden wir sie dann bestimmt erreichen, indem wir dann mehr Windparks bauen mit den Genehmigungen. Da muss man auch mal 5 Grad sein lassen, das muss auch mal schneller gehen, gell? Es gibt ja bei den Grünen praktisch die Orthodoxie, die sagt, also Atomkraft ganz, ganz schlimm, dazu zählt auch ein bisschen Herr Habeck. Und dann gibt es jüngere Grüne, die sagen, naja, das gehört vielleicht in diesem Energiemix mit dazu, etwa die finnischen Grünen, die sagen, wir lehnen Atomkraft nicht ab, weil wir sie brauchen schlichtweg, die Deutschen brauchen sie nicht. Darüber wundert sich das Ausland. Und belustigenderweise ist es eben so, dass in Deutschland etwa jetzt alleine Kohle für 35 bis 40% des Energiebedarfs gesorgt hat bisher oder in 2021. Wenn man jetzt nochmal Gas und Öl dazu nimmt, dann sind es schon mal 50 bis 60%. Also wir sind hochgradig abhängig von diesen eher klassischen Energieträgern Atom und eben fossile Energien, gerade auch durch die Energiewende, gerade auch durch das Abschalten von Atomkraftwerken etc. Und das sorgt im Ausland doch für ziemlichen Spott, muss man sagen. Die Deutschen sind ein bisschen verrückt, weil sie glauben, dass sozusagen durch sie die Welt genesen wird. So hört man immer wieder im Ausland. Das ist vielleicht wirklich so ein bisschen so eine deutsche Eigenart, die jetzt immer wieder auffallend ist, dass wir glauben, wir wüssten alles besser und wenn wir dann möglichst CO2-arm sind, dann wird die Welt ganz anders aussehen. Das wird alles nicht so einfach werden. Ich hatte in einem anderen Video schon mal gesagt, dass das, was wir machen, zum Beispiel massiv Windräder, dann auf der anderen Seite wieder Folgeschäden hat, indem etwa bestimmte Hölzer in anderen Ländern abgebaut werden, ganze Urwälder zerstört werden, weil man die für diese Rotoren brauchte der Windräder. Also das ist alles ein großer Zusammenhang, alles hängt mit allem zusammen, aber wir wissen es besser. Und jemand, der es wirklich besser weiß, der hat auf Finanzmarktwelt heute einen Artikel publiziert, Energiepreise, dramatische Preissteigerung an Europas Börsen. Mit Wunschdenken alleine kann man das Klima nicht retten. Das ist jemand, ein Insider, der in einem solchen Energieunternehmen arbeitet und sieht, was da vor sich geht. Diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Hochinteressant, wirkliche absolute Insider-Informationen. Sollten Sie sich antun, sollten Sie sich mal durchlesen, denn das ist eine sehr gefährliche Situation, in der wir hier sind. Da können durchaus ein paar Unfälle in nächster Zeit passieren, wie kürzlich in Berlin, als ein paar hunderttausend Haushalte ohne Heizung und Strom waren, weil ein Kraftwerk ausgefallen ist. Und solche Meldungen könnten wir in nächster Zeit öfter bekommen. Aber am grünen deutschen Wesen wird Gott sei Dank die Welt genesen. Das ist schön. Und wenn es irgendwann Frühling wird, dann stört uns auch die Kälte dabei nicht so wahnsinnig. Also dieser Artikel unter dem Video verlinkt. Heute sehen wir an den Märkten erstmal eine gewisse Entspannung. Aber der Inflationsdruck, der bleibt hoch. Der ist viel dauerhafter als vorher gedacht. Lieferengpässe bleiben bestehen. Auch jetzt die Gefahr, dass durch China
die Lockdowns wieder zunehmen, dann diese Lieferengpässe sich verstärken. Das wird ein interessantes Jahr für die Märkte. Es wird ein interessantes Jahr für die Notenbanken, die ziemlich in der Klemme sind. Wenn sie die Zinsen zu stark anheben, dann lösen sie eine Rezession aus. Wenn sie nichts tun, dann geht die Inflation weiter durch die Decke. Was tun? Das ist die große Frage. Erstmal den Artikel lesen unter dem Video. Jetzt sage ich Servus und Ciao.